Was der Sinn des Lebens ist, ist eine Frage, mit der haben sich Philosophen und Denker seit Jahrhunderten beschäftigt. Und möglicherweise ist diese Frage und die Antwort dazu um einiges simpler, als man es annimmt. Was wäre, wenn es keinen Sinn gibt? Wenn das Leben keinen Sinn hat? Wenn du dieses Konzept Sinn in deinem eigenen Bewusstsein, mit deiner eigenen Aufmerksamkeit wirklich untersuchst, dann wirst du merken, das ist ein Gedanke, das ist ein Konzept. Und gleichzeitig gibt es hier Realität. Realität ist hier. Das ist Realität. Und dieser Gedanke, Sinn, den gibt es nur hier drinnen. Den gibt es nur hier in deinem Kopf. Und das hier ist einfach. Das hier ist. Es ist. Und rein aus sich selbst hat all das hier keinen Sinn. Stell dir einen Apfel vor. Was hat ein Apfel für einen Sinn? Magst du vielleicht sagen, ja, den kann man essen. Damit bekomme ich Energie, schmeckt gut, kann ich Kuchen mitbacken, was auch immer. Aber dieser Sinn, den du dem Apfel gibst, ist aus deiner subjektiven Perspektive. Der ist von dir. Ein Wurm würde diesen Apfel als Zuhause betrachten. Man kann da drin wohnen, kann er sich gemütlich einrichten. Der Apfel hat aus seiner Perspektive einen ganz, ganz anderen Sinn. Der Apfelbaum betrachtet den Apfel als etwas, womit er sich fortpflanzen kann. Das ist sein Sinn von dem Apfel. Welcher Sinn davon ist jetzt richtig? Gar keiner. Sinn kann nur aus einer subjektiven Perspektive bestehen, aber Realität aus sich heraus existiert einfach nur. Nicht aus einer subjektiven Perspektive heraus, sondern es existiert einfach nur. Also alles ist einfach nur und Sinn ist immer etwas Sekundäres, was ich dem hinzufüge. Und genauso ist es mit dem Leben. Leben ist einfach. Es ist einfach. Es hat keinen Sinn. Und das kannst du dich für dich auch herausfinden, wenn du das wirklich mal entschlüsselst, wenn du auf dieses Konzept schaust, auf dieses Konzept von Sinn. Und wenn du jetzt sagst, ja, das ist ja doof, da fühle ich mich total depressiv, was du dann machst, ist dieser Sache, dass es keinen Sinn hat, einen Sinn zu geben. Dieser Sache, dass es keine Bedeutung hat, eine Bedeutung zu geben. Und die Bedeutung, die du nun gibst, ist, dass es schlecht ist, dass es depressiv ist. Freiheit kann manchmal Angst einflößen. Das ist ganz normal, weil wenn ich wirklich in die Freiheit gehe, dann ist alles möglich. Dann gibt es keine Autorität mehr, die mir sagt, das sollst du tun, so ist es, sondern es ist einfach nur noch Freiheit. Da ist letztlich einfach nur noch nichts. Und in dieses Nichts trittst du herein. Genauso ist es auch mit der Frage. Wenn du für dich hinschaust und für dich siehst, okay, Sinn ist etwas, was der menschliche Verstand geschaffen hat und außerhalb des menschlichen Verstandes gibt es möglicherweise keinen Sinn, dann trittst du in diese Freiheit. Dann trittst du auf einmal in eine Welt, in der es kein Ziel gibt, die von sich aus keinen Sinn hat. Und das kann existenzielle Ängste hervorrufen. Weil dann ist auf einmal deine eigene Existenz auch nicht sinnvoll, nicht Gott gegeben, nicht wirklich wichtig. Sie ist einfach nur. Sie ist weder wichtig noch unwichtig. Sie hat kein Ziel, du bist einfach nur. Also es reflektiert sich dann schnell auch auf uns. Und viele von uns wollen immer eine Berechtigung haben zu leben, dass sie selbst wichtig sind. Sie wollen sich wichtig fühlen, diese Sinnfrage. Also auch immer eine Frage der eigenen Wichtigkeit. Weil wenn ich einen Sinn im Leben hat, wenn Leben einen Sinn hat, dann passe ich irgendwie in dieses größere Bild hinein und dann habe ich auch eine Bedeutung, ich kann mich auch wichtig fühlen, ich kann mich sicher fühlen, ich habe Sicherheit. Aber wenn ich mir das wirklich genau anschaue, dann kann es sein, dass das alles wegbricht. Dieses Gefühl, wichtig zu sein, dieses Gefühl, sicher zu sein, kann dann also wegbrechen. Und für die meisten von uns schwebt es über uns, eine große schwarze Wolke, bloß schauen wir meistens nicht auf sie. Aber es kann eben auch sehr, sehr viel Freiheit drin liegen, uns da wirklich mal drauf zu fokussieren, diese Wolke zu konfrontieren, dass wir selbst im Leben möglicherweise keinen Sinn, kein Ziel haben, dass wir weder wichtig noch unwichtig sind, dass wir einfach nur existieren. Und das heißt auch nicht, dass wir nichts mehr im Leben machen müssen, weil die große Freiheit darin, dass es keinen gottgegebenen Sinn gibt, liegt dann darin, dass wir selbst das machen können, was auch immer wir machen.
Es ist völlig sinnfrei, was wir machen. Es gibt keinen Grund, warum wir es machen oder nicht machen sollen. Wir machen einfach etwas und irgendwann sterben wir dann. Aber wir können es für uns selber wählen. Wir können für uns selber wählen, was wir tun, außerhalb davon, dass es irgendeinen Sinn haben muss. Es kann auch eine Erleichterung sein, nicht mehr einen bestimmten Sinn haben zu müssen. Und wir können uns einen Sinn selbst suchen. Und die Schwierigkeit ist halt dann dabei, dass dieser Sinn nicht mehr von einer äußerlichen Autorität gegeben ist, nicht mehr von einem größeren Bild, von einem größeren Universum, von einer Gottfigur, sondern dass dieser Sinn dann von uns kommt. Und das kann manchmal angsteinflößend sein. Das ist total verständlich. Aber wie gesagt, wenn es angsteinflößend ist, dann hast du der Bedeutungslosigkeit eine Bedeutung gegeben, und zwar eine negative Bedeutung. Also es sind ein paar Gedanken für heute. Wenn es dir gefallen hat, dann gib dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.